Wir sind ungebunden. Frei. Ohne Fesseln. Wir überschreiten Grenzen in den stärksten Wagen, für die wir nichts bezahlen. Wir fahren, wohin wir wollen, wann wir wollen und wie schnell wir wollen. Du nennst uns Gangster, aber tief im Inneren brauchst du uns. Wir sind das Gesetz. Man kann den Teufel nicht mit Engeln fangen. Ich bin nicht wie du. Ich bin das Leben, das du fürchtest. Du schläfst. Ich bin wach. Ich bin die Reality-Show. Der Hauptdarsteller. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, warum du nicht. Wir sind das Ende deiner Freiheit. Ich werde flüchten. Wir sind der Schatten, den du nicht loswirst. Ich werde niemals anhalten. Wir werden dich jagen. Ihr werdet mich nicht kriegen. Wir werden nicht aufhören. Ihr werdet mich berühmt machen. Wir werden euch zerstören. Ihr seid unsere Feinde. Wir haben euch im Visier. Du bist mein Rivale. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Need for Speed Rivals. Wir zocken das Ganze auf der Xbox One und wundert euch nicht, das ist jetzt nicht direkt der Anfang des Spiels, sondern man fängt eigentlich an mit... Alter, geht mir die Mucke jetzt schon auf den Senkel. Wie kann ich die ausschalten? Moment. Einfach ausmachen, genau. So, das ist nicht der Anfang des Spiels. Es gibt ein Training für die Cops, denn man kann in diesem Spiel sowohl auf der Gesetzeshüterseite als auch auf der Gesetzesbrecherseite spielen. Im Moment sind wir bei den Racern, wie ihr seht. Und für beide Seiten gibt es ein Tutorial, was ultra schlecht gemacht ist, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr habt nichts verpasst, es ist super schlecht gemacht. Denn es beinhaltet genau das, was ich überhaupt nicht mag. Du wirst die ganze Zeit nonstop vollgequatscht. Dir wird nonstop das Spiel angehalten. Und also ihr habt nichts verpasst. Uns wird bei den Racing gesagt, wir können Rennen fahren. Wir können Head-to-Head Rennen fahren, das heißt 1 gegen 1 Rennen. Und wir können von den Bullen abhauen und so weiter. Das war's. Bei den Bullen können wir die Verfolgung von anderen aufnehmen, wir können zusammenarbeiten mit anderen Cops, um Racer zu verfolgen und so weiter. Ihr habt echt nichts verpasst. Das Ganze, warum ich das nicht zeigen kann, ist, dass es Probleme mit der Aufnahme gab. Leider. Aber ja, ich sag's euch, das ist ein Rennspiel. Ihr habt echt nichts verpasst. Und jetzt fangen wir gemeinsam an. Viele haben mich ja gefragt, ob ich das nicht mal zeigen kann. Need for Speed Rivals, machst du das noch? Bla bla bla. Und ja, ich mach es. Wie lange und wie viel, das hängt wie immer von euch ab. Deswegen hoffe ich doch, wenn ihr da Bock drauf habt, auf das Ganze, dass ihr schnell mal ein Like da lassen könnt. Und wenn ihr möchtet, auch einen Kommentar. Und wir starten jetzt einfach mal das. Das zum Beispiel habe ich noch nicht einmal gemacht. Wow! Shit! Ich kann ihn ja eigentlich wegrammen, genau. Boah, Junge. Ist ja von den Burnout-Machern, wenn man das heutzutage überhaupt noch sagen kann. Denn die müssen ja irgendwie jedes Jahr ein neues Need for Speed raushauen. Die dann auch Bock machen. Das scheint hier auch auf dem ersten Eindruck ganz gut zu sein. Und Most Wanted war es auch, meiner Meinung nach. Aber ich hätte schon selber persönlich lieber ein Burnout neues. Denn Burnout war immer eine Serie, die ich richtig geliebt habe, wirklich. Das ist Burnout Revenge, gehört zu meinen Lieblingsrennspielen aller Zeiten, definitiv. Das ist ultra geil, das Game.
What the fuck? Ja, 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 probier's ruhig. Oh nein, wirklich! Ich kann ja mal auch ganz kurz die Kameraperspektiven durchschalten, das war's auch schon. So, jetzt gib Gas, gib Gas, gib Gas. Dem entkommen wir natürlich, ist ja ganz easy hier, ganz easy, locker easy. Man sieht auch, wie ich wie ein Pro fahre. Yes, entkommen, super geil. Moment, ich fahre jetzt extra mal langsam, dass ich mal so ein Head-to-Head-Rennen fahren kann mit dem. Einfach LB drücken, los geht's. Und ich habe mich extra mal für dieses Spiel abgemeldet von Xbox Live, denn, ey, ohne Witz, ich hasse das. Ich hasse das? Ich mag es einfach nicht. Diese komplette Vernetzung. Da, hier, da wird von deinem Freund was angezeigt, da wird das angezeigt. Zack, bam, bam. Ich habe da echt keinen Bock drauf, deswegen habe ich mich extra abgemeldet, weil das alles ziemlich nervt. Du musst dich auch extra bei Origin anmelden und so weiter. Oh. Der ganze Schnickschnack, den ich nicht will und nicht brauche. Also, ja, wie ihr seht, man kann auch offline zocken natürlich mit der Xbox. Das haben sie herausgenommen. Man muss nicht die ganze Zeit angemeldet sein, was auch wirklich sehr gut ist. Shit! Das war allerdings nicht so gut. Ja. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich will einfach nur in Ruhe meine Rennen hier fahren mit meinem Porsche. Geh mal weg jetzt hier, Junge. Es war auch nur ein random Typ. Der erste ist ja da ganz vorne. Ich glaube nicht, dass ich den noch irgendwo einholen kann. Nach dem Crash. Junge, was ist denn mit dir los? Was war das denn für ein Kamikaze Driver? Da vorne ist er doch. 1,8 Kilometer noch. Und dieser Rhyme auch nebenbei. Fällt mir gerade mal so auf. Ich habe gerade nicht mein Textbuch zur Hand. Jetzt wollte ich ihm das nachmachen und kann es nicht. Da vorne ist er. Dankeschön. Weg mit dir. Der will's wissen. Was fährt da für eine Karre? Ist das ein Maserati? Das könnte ein Maserati sein, ne? Stimmt, da fällt mir gerade ein. Nein! Es gibt Rache, Junge. Gleich noch eins, Junge. Stimmt, Hot Pursuit war ja auch von denen schon, ne? Ja, wie gesagt, ja. Burnout, ey. Burnout, neues. Burnout endlich. Das wollen nicht so viele wie ein neues Need for Speed wahrscheinlich. Need for Speed verkauft sich einfach immer noch besser als ein Burnout vom Namen her. Auch wenn da, egal wann ein Need for Speed angekündigt wird, ich lese immer die gleichen Kommentare. Oh, das Tuning, wann kommt das Tuning zurück? Das Tuning. Das ist jedes Mal das Thema, ich verstehe es selber gar nicht. Ich meine, okay, hat anscheinend viele Fans, aber mich juckt das nicht großartig, dieses Tuning. Bisschen ist schon ganz geil, aber die Zeiten, wo ich weiß nicht, Unterbodenbeleuchtung ranmache oder so, die Zeit ist einfach vorbei, ey. Finde ich jedenfalls, aber ich kann schon verstehen, dass man das möchte. Wow! Yeah, geil, und es sieht schon sehr, sehr nice aus, das Ganze, muss ich sagen. Ihr seht es ja selber, ich hau den mal weg jetzt hier. Ich versuche es zumindest. Oh yeah. Willst du es wissen, Junge? Willst du? Pisser, ey. Das. Was? Wie? Ich hab doch die Wand nur gestrichen. Wie kann ich denn da zerfetzen? Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gesehen? Das geht ja gar nicht klar. Mist, ey. Ja, und die Ladezeiten sind sehr. Also.
Kann es sein, dass ich deswegen keine Punkte bekommen habe jetzt? Ist das die... Hört mal eben gerade auf die Musik. Kommt jetzt gleich um die Ecke Jason Bourne? Sag mal, ist das die Bourne-Musik? Was haben wir hier eigentlich? Was können wir eigentlich alles einstellen? Musik machen wir mal aus. So, ja, genau. Kann ich euch ja mal gleich zeigen, damit ich das hier schon im ersten Part untergebracht habe. Nur zwei Kategorien von Menschen fahren so schnell. Cops und Kriminelle. Oft werden wir beschuldigt, unnötig Gewalt anzuwenden, weil ab und zu einer in der Mauer landet. Aber ein fairer Kampf kümmert uns nicht. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Und wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, auf den gehen wir los. Mit allem, was wir haben. Hier fängt es an. Einsatzbereit! Wow, ist ja gut, ja. Hier fängt es an. Okay, ja, wie ihr seht, wir sind mit einem Mercedes-Benz C. AMG-Klasse unterwegs. Ist schon nice. Da lässt sich der Job doch ganz gut erledigen mit so einer geilen Karre, würde ich sagen. Gefällt mir auch viel besser als der Porsche. Der Porsche ist einfach... Also nicht. Porsche ist schon geil, wenn man den hat, dann ist man auf jeden Fall krass am Start. Weißt du, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Wagen, würde ich auf jeden Fall den Mercedes nehmen. Definitiv. Oh ja. Dieses Easy Drive oder wie das heißt, das ist auf jeden Fall auch wieder am Start, dass man ganz schnell Sachen auswählen kann. Ich muss mal gucken, diese kleinen Intro-Videos, was wir gerade gesehen haben, vielleicht kann ich die noch irgendwie ranklatschen. Ich muss mal gucken, also wundert euch denn nicht. Machen wir schnell eins, jetzt machen wir auf jeden Fall noch eins. Ein Rennen oder beziehungsweise eine Aktion mit den Bullen. So, da ist es auch schon. Akzeptieren. Raus ein bisschen Ziel und vermeide Kollision. Okay, okay. Direkt. Ja, Nitro. Auch die Bullen haben das, natürlich. Guckt euch die Karre an. Guckt euch die Karre an. Sehr, sehr schön, das Ganze. Sehr, sehr schön. Aber das hatten die schon immer drauf. Criterion. Wir haben ja auch mal so zu Ende der vorletzten Konsolengeneration haben sie ja noch den Shooter, den Ego-Shooter Black rausgebracht. Der für die Zeit auch noch richtig, richtig gut aussah. Aber seitdem müssen sie wahrscheinlich von EA aus irgendwelche Need for Speed-Teile machen. Und ein Burnout, aber der hat sich anscheinend nicht gut genug verkauft, Burnout Paradise. Der war am Anfang auch echt nicht besonders gut, dass du... das war schon ein richtig gutes Spiel, verstehe mich nicht falsch, aber was mich sehr, sehr aufgeregt hat, dass du immer wieder zum Rennen fahren musstest, was dann erst später weggepatcht worden ist. Vermeide Kollision. Das war doch die Missionsaufgabe, oder? Ja, genau, ich weiß. Das hat er drauf. Das hat er sorgt drauf. Das hat er natürlich. Aber wir sollen ja nur mindestens Bronze erreichen. Das ist ja wohl auf jeden Fall drin. Verfolgung beendet. Alle Einheiten, zugewiesene Streife fortsetzen. Zentrale 11
shit, stimmt ja. Genau, und die Verfolgung wird direkt gestartet, sobald ich ihn berühre. Oder halt LB drücke, aber ich habe ja was anderes zu tun, oder? Und es steuert sich definitiv um einiges anders als Forza Motorsport. Man kann eigentlich sehr cool um die Ecken einlenken und alles, aber dann spürt man plötzlich das Gewicht des Autos und es zieht so ein bisschen nach. Ich weiß nicht warum, aber... Officer, die Zentrale hat ihre schnelle Reaktion am Einsatzort dotiert und ihren Bericht hinzugefügt. Ziel verloren. Er ist weg, Zentrale. Das ist doch schön. Zurückziehen und Gebiet durchsuchen. Na gut, Leute. Dann habt ihr jetzt erstmal so einen kleinen Eindruck bekommen ins Spiel. Beide Seiten gesehen, wie gesagt. Dass ihr das Tutorial nicht gesehen habt, habt ihr echt nichts verpasst. Das kann ich euch versichern. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt von dem Ganzen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Danke auch jedenfalls schon mal jetzt für die Unterstützung. Es hilft wirklich immer wieder weiter. Das ist kein leeres Gequatsch, das ist wirklich so. Und ja, danke auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.